Trinkgeld. Das ist natürlich. Ich wollte noch. Okay. Okay. So okay. Stehe ich ja gar nicht. Nein, so schnell passiert das nicht am Schlaf. Ihr habt ja gesehen, wie der Markt mit den Karten mega geil hantieren kann. Ne? Und das benötigt wirklich viel Geschick und viel, viel Arbeit. Wir sitzen wirklich täglich und Stunden daran mit Karten oder Techniken und. Und ihr müsst euch vorstellen, bevor ich hier hingefahren bin, Marc rief mich an und sagt, ey Mario, hast du Bock, wir fahren heute hier hin, hast du Bock, ein bisschen was mitzumachen? Klar, gerne, geil. Nehm mal ein Kartenspiel und üb ein bisschen. Hab gemischt, und dabei ist mir eine Karte auf den Boden gefallen. Und zwar ungefähr so. Hab die hochgenommen. Wie ist dein Name? Eduard. Und steck dir das Kartenspiel rein und denk mir, komm, ich dreh die gar nicht um. Ich will gar nicht wissen, welche Karte das ist, weil Eduard ist hier und Eduard weiß, welche Karte von 52 die einzige ist, die so in dem Kartenspiel liegt. Ich habe keine Ahnung, ich habe die nicht gesehen. Ich will nur, dass du eins weißt. Es sind 52 Karten von einem Pokerspiel. Wir haben Ass, 2, 3, 4, 5 bis 10, Bube, Dame, König. Wir haben Pik, Herz, Karo, Kreuz. Was glaubst du, welche Karte ist hier drin die einzige, die verkehrt drin ist? Ass. Karo? Karo Ass? Ich weiß es nicht. Karo Ass. Du glaubst Karo Ass. Ja, ja. Möchtest du dich mal umentscheiden oder glaubst du, nein, das ist definitiv Karo Ass? Karo Ass. Ich hab keine. Ja. Wir schauen nach. Wir schauen nach. Also eine Karte. Ist hier drin. Ne? Eine. Die umgedreht ist. Eduard, du hättest ja jede andere Karte nennen können. Ich habe dich gefragt, möchtest du tauschen? Hast du gesagt, nein, du wolltest unbedingt. gut, darf ich noch deine? Ina. Ina, bevor ich zur Zauberei kam, habe ich damals echt nur Kartentricks gemacht. Und der Kollege, der ist gerade weg, der kommt aber gleich, der heißt Philo. Der Philo, ich kannte den vorher nicht, ich saß wie ihr an so einem Club, hab was mit Freunden getrunken und dann kam Philo mit Karten, nimmt eine Karte und sagt, was glaubst du, welcher Name steht hier drauf? Ich war am Überlegen und überlegen, ich sag, darf ich jeden Namen sagen? Sagt er, egal welcher Name, du darfst jeden Namen nennen, ob diese Person anwesend ist oder nicht. Hab ich einen Namen gesagt. Was glaubst du, welchen Namen habe ich gesagt? Du darfst frei einen Namen entscheiden. Ina. Du darfst auch einen anderen Namen nehmen. Anja. Jetzt stellt euch vor, ich habe auch Anja gesagt, dann nimmt er die Karte, sagt, dreh um. Und da stand Anja drauf. Ich war hin und weg. Ich hatte keine Ahnung. Frag Philo, kannst du mir das erklären? Er sagt, ich erkläre dir was Ähnliches. Nicht dasselbe, aber sowas Ähnliches. Wenn ich dich darum bitten würde, an eine Zahl zu denken von 1 bis 100, hättest du eine im Kopf, nicht sagen, nur im Kopf. Mhm. Hast du eine? Mhm. Und damit du nicht eine Zahl nimmst, die zufällig die meisten nehmen, möchte ich, dass du diese Zahl jetzt noch einmal änderst. Hast du? Sehr gut. Nicht sagen, gut merken. Ich habe in meinem Handy eine richtig coole App. Die haben wir alle. Die nennt sich Notizen. Die haben wir alle. Du hast eine Zahl im Kopf. Ja. Schau mich mal an. Und zwar habe ich in meinen Notizen Folgendes aufgeschrieben. Hinter jeder Zahl steht ein Wort. Und die sind nummeriert von 1 bis 100. Das heißt, hinter jeder Zahl ein Wort. Es kann jedes Wort sein. Es können Gegenstände sein, Namen sein, Städte sein, irgendwas. Und ich glaube, du entscheidest dich für... Schau mich noch mal kurz an. Ich bin mir nicht sicher, ist aber nicht so schlimm, ich mach's ja noch nicht so lange. Du hast mir gefallen, leg mir so deine Hand da drauf. Deine zweite Zahl, die du im Kopf hast, war welche? 7. Die 7. Du hast die erste Zahl gewechselt in die 7? Ja. Guck mal, meine App ist... Ja, Notizen. Ina, drück mal auf Notizen. Oben steht Liste mit 100 Wörtern. Mhm. Drück mal bitte auf die Liste mit 100 Wörtern. Und deine zweite Zahl war was? Deine erste Zahl, Entschuldigung. Meine erste 6. Die 6. Guck mal, die 6 wäre gewesen, Würfel. Mhm. Hättest du zuerst die 7 genommen und dann die 6, wärst du jetzt Würfel. Du hast aber dann von 6 auf 7, das heißt, du hast Trampolin genommen. Mhm. Hätte ich nicht wissen können, richtig? Ja.
Trampolin. Aber einen muss ich noch drauflegen. Das ist noch nicht vorbei, ja? Das ist noch nicht vorbei. Könnt ihr euch noch erinnern, als ich vom Philo erzählt habe und der mir die Karte hingelegt hat und hat gesagt, stell mal vor, du müsstest meinen Namen nennen. Hat er welchen Namen gesagt? Hast du gesagt? Anja. Stell dir vor, Ina, ich müsste dir wirklich liebe Grüße bestellen von Anja. Mhm. Damit ich das nicht vergesse, habe ich es aufgeschrieben und dir was mitgebracht. Und zwar in meinem Portemonnaie, damit ich auch daran denke. Lies bitte laut vor, was draufsteht. Liebe Grüße von Anja. Oh, Hammer! Wie geht das? Soll ich sagen? Soll ich sagen? Sehr ganz gut! Boah, ey. Ja. Sehr cool, Jungs. Geld ist kein Problem, ich habe eh keins. Also, machen wir, ne? Hä? Die Kamera ist auch da. Wir machen Folgendes. Ihr beide bekommt jetzt ein richtig geiles Andenken von mir, okay? Jeder von euch bekommt eine Münze. Laura, so stößt ihr erst einmal aus. Du darfst alles nehmen, es ist alles erlaubt. Okay? Das ist kein Charaktertest. Feel free. Das ist gar nichts mehr, seitdem ich 18 bin. Ja. Ich hab alles geraut. Ja, sag ich schon. Das ist gut. Und du? Ja. Ist genau dieselbe. Nimm eine. Warte. Nee, nee. Nicht so klein. Nimm mal was Größeres. Nein, die wird mit Essen geholt. Die willst du haben? Laura, möchtest du nochmal tauschen? Gegen irgendeine andere Münze? Nein. Du kannst aber. Oh, will ich aber nicht. Okay. Also ist das okay für euch? Möchtest du, dass ihr die beiden Münzen überprüft? Sind das wirklich echte Münzen? Klopf die, beiß die. Ja. Bevor ich die Münze in die Hand nehme, möchte ich, dass du auf deine Münze was draufschreibst. Das sind deine Initialien vielleicht. Also deine Buchstaben. Auf beide Seiten. Einen. Bitte? Einen Buchstaben? Nee, zwei. Du kannst auch zwei machen. Du kannst auch drei nehmen. Ich weiß nicht, wie oft ich dem in meinem Leben schon angerufen habe, weil ich irgendwas von ihm wollte. Okay, gut. Andere auch? Absolut. Das wird ein Unikat. Jetzt kann ich sie nicht mehr austauschen. Du hast sie ja vorher überprüft, ja? Okay. Ist Laura eine kreative Dame? Nein. Gar nicht? Versuch mal kreativ zu sein und mal mal was drauf. Das, was dir einfällt, wenn du mich anguckst. Lass dir Zeit. Ich werde, wie gesagt, nach Stunden bezahlen, ne? Irgendwas drauf malen. Auf einer Seite nur. Du kannst auf beiden Seiten nehmen. Also vollkommen wurscht. Zwei Wochen. Ja, ja, klar. So ein Stern, Mann. Ja? Bin ich dein Stern? Nee, der hat gesagt, der hat einen Arm gebrochen. So, wie geht's dir? Wie geht's dir? Mag den Song. Alles in Ordnung und kumpelt so weg. Der hat den Arm gebrochen. Ich schließe die Hand. Okay. Guck mal. Das hier, ne? Eine Gabel zu verbiegen, ja? Nur allein. Ja? Durch. Kraft der Gedanken. Das ist schon beeindruckend, ja? Viele denken ja, dass man Kraft dafür braucht. Brauchst du gar nicht. Du hast guck, selbst gesagt, ich habe mir das Ja, ich habe mir aber etwas Neues. Und der Kunde. Ja. Das ist so schlecht. Theoretisch aber machbar. Vielleicht sehe ich nicht nur gut aus, sondern habe auch echt was am Kasten. Aber Münzen verbiegen, die unterschrieben hat, die bei dir in der Hand liegen, die du gesehen hast. Dreh mal um. Du hattest die 10 Cent, ne? Euro, ne? Gut festhalten. Okay. Ich komm mal um. Dreh mal die Hand zu mir. Ich möchte jetzt, dass du die Augen schließt und wenn du irgendwas spürst in deiner Hand, dann sagst du sofort ja, okay? Du spürst was. Schließ die Augen, atme tief ein und aus. Stell dir vor, dass die Münze jetzt in deiner Hand, der Euro, wird immer weicher und immer weicher. Wenn du was spürst, sag, okay? Spürst du was? Ja. Drück noch fester zu. Bis der Druck intensiver wird. Wird der Druck intensiver? Spürst du was? Ja. Okay, perfekt. Du spürst was, ja? Perfekt, okay. Öffne die Augen. Habe ich sie in irgendeiner Form berührt? Nein. Du hast was gespürt, ja?
Schmeiß mal beide Münzen auf den Tisch. Guck mal, was passiert ist. Guck mal den Euro an. Das ist doch berührt, das hat gekitzelt. Ja, ich hab dich nicht berührt. Ich hab dich nicht berührt. So. Er ist schon fast kaputt. So, Laura. Ich möchte, dass du deine Hand wieder auf meine Schulter legst und genau guckst von hinten. Das sieht so aus, als ob die krumm wird, ne? Das ist natürlich nur dieser klassische Effekt, ne? Aber wenn ich genau hinguckst, ja? Deine Münze. Und das ist dein Glücksbringer. Dankeschön. Nice. Nein, das ist nicht gut. Und Action. Und Action. So. Okay. Okay. Dass die hart sind, das haben wir überprüft, ja? Okay. Ich möchte, dass du auf eine von den Gaben drauf tippst. Welche? Nee, ehrlich? Okay. Dann hältst du dich schon mal fest, okay? Mach dir die Hand. Und schließ die Hand. Guck mal, ich meine das hier, ne? Zu sehen, wie die Gabel schmilzt, ne? Ist schon sensationell. Ja? Und das hat nichts mit Kraft zu tun. Und das hier natürlich auch nicht, ja? Da musste Manuel Junge aber zustimmen, ne? Das musste Manuel nicht einfach. Klar, mit Kraft kriegst du es wieder gerade. Ohne Probleme, ja? Öffne die Hand. Schließ die Hand zu machen. Ihr habt beide eine Gabel in der Hand, ja? Machen folgendes. Dreht mal die Hand um. Okay. Machen jetzt bei beiden Gabeln Knoten rein. Achtung. Dreht die Hand um. Guck mal nach. Hast du was gemerkt? Nein. Doch, ich ein bisschen. Nein. Ich bin einfach. Ja. Ich bin auch gerne mal in die Grenze fahren. Nehmen Sie Platz, wo Sie möchten, wegen Getränk gekommen ist. Meint ihr, das Kupfer noch nicht zurückgedreht? Nee, ist deine. Geschenk. Geschenk ich euch. Ja, alles okay. Das haben wir hinter dem Beweis. Okay. Das schöne Augen, ehrlich. So, man kann sich drin verlieren. Das ist bei dir passiert, ne? Hätte ich dir vorher sagen können. Selber schuld. Ne? Okay. Du konzentrierst dich auf diesen Bereich. Es kann sein, dass du spürst, wie ich damit berühren werde. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Wir zwei. Mal 30 Jahre. Yeah. Okay, dann kannst du probieren. Gut. Wenn du was spürst, zählt auch mit wie oft und wo. Dann schließ die Augen jetzt. Atme tief ein und aus. Sei ganz entspannt. Nehmen Berührungen wahr. Öffne die Augen. Hast du was gespürt? Elektrik. Ist ja bei dir, ne? Ihr dürft euch jetzt küssen. Okay, und die Rückseite. Aber, warte kurz, du hast noch unterschrieben vorne. Du musst noch unterschreiben. Ganz wichtig. Egal, nur so grob. Ja, sieht schon mal sehr gut aus. Und auf der Rückseite auch. Die Engel. Alles. Warum auch immer? Boah, das ist echt drauf, ne? Ja, deswegen. Geil. Das ist so ziemlich die beste Zeichnung, die ich bis jetzt hier gesehen habe. Er war stets bemüht. Nee, läuft für. Reicht schon. Ist schon genug. Also ich glaube, man erkennt es, ja, dass das so ein bisschen wie deine Karte aussieht gerade. Aber nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wir haben keine Eile. Alles gut. Muss verpeilt werden. So. Ja, sicher ist sicher. Ne? Also ne, ich habe versucht, mir das einzukriegen. Das muss ich ja gelohnt haben. Mhm. Wir zerstören jetzt hier die Karte. Wie möchtest du die Karte zerstören? Weißt du, was der mir alles angeboten hat? Der wollte mein ganzes Leben nach dem Kopf ausstatten. Keine Ahnung, was damit der nochmal hier kann. Wenn du da Luft gewusst, ne? Ich krieg... Wie möchtet ihr die Karte zerstören? Zerreißen, ne? Zerreißen. Okay. Zerreißen? Sagte zerreißen, ja? Reißen wir hier so ein Stück ab? So? Okay? Was ist noch? Weiter? Verbrennen. Verbrennen. Das sind die ganz harten.
Wenn ihr das wollt, dann machen wir das. Pass auf, okay, wir brennen mal hier so ein bisschen was ab. So, den Rand, so ein bisschen, ja. Machen wir vielleicht, ich würde sagen, hier vielleicht so eine, ein bisschen noch. Es gibt ja zum Glück keine Rauchmelder hier. Und guck mal, auf der Rückseite machen wir so ein bisschen, dass sie schwarz wird, ja. So, ein bisschen unten runter. So, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Guck mal. So, dass die auch richtig schön schwarz ist, ja. So, seid ihr einverstanden damit? Guck mal, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ne? Wir machen uns hier eine Voodoo-Karte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du ganz dunkle Voodoo-Kräfte hast, ne? Ja, das glaube ich auch. Weißt du warum? Weißt du warum? Pass auf, ich möchte das Kartenspiel gar nicht berühren, ne? Aber wie krass wäre es denn jetzt, wenn das hier, was ihr hier zusammen gemacht habt, ja, Auswirkungen auf deine Karte, dein Kartenspiel gehabt hätte? Kannst du mal das Kartenspiel einfach so ausbreiten zur Seite? Nimm einfach, ich muss gar nicht anfassen. Und guck mal, ob da irgendwas ist, ob du irgendwas findest, was da im Kartenspiel ist, was anders aussieht. Geh mal um vielleicht auch. Das ist deine krasse Karte und ist auch deine Unterschrift, oder? Ja. Geil. Jetzt habe ich Angst. Ich muss jetzt gehen. Gut, geht das. Keine Ahnung. Wir wurden einfach alle drei veräppelt. Nee, das ist echt. Das ist echt. Das alles war Zauberei, aber das ist echt. Wirklich auf dem Hi. Bah, ist der Phönix. Nicht Phönix, das ist ja Bicycle. Bah. Oh. Wenn man das bloß wüsste. Ich hab's immer drauf gedrückt. Ich hab keine Ahnung. Alles Mädchen, gut. Guck mal, Mädchen. Ja, nice. Dürft ihr gerne beide nehmen. Und auch alles, was am Arm hängt. Das ist echt freaky, was du gemacht hast. Ja. Das ist freaky, ehrlich. Ja. Ich finde das freaky. Ja, ich auch. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie es geht. Ja, das ist ja das Freakige. Ja. Das ist einfach freaky. Das ist echt krass sowas, ey. Das erste Mal gesehen jetzt. Auch auf die Das bin ist Marc, genau. Richtig. Marc wird jetzt einen Trick zeigen. Und wie das Trick geht, würde ich das gar nicht nennen. Nein, ein Effekt. Das ist ein Effekt. Es ist hochgradig gefährlich, Freunde. Das kann ich euch schon mal ankündigen. Und es ist das ein oder andere Mal schon Blut geflossen dabei. Kannst du Blut sehen? Ja, so ist das halt. Manchmal muss man halt warten. Ne? Manchmal muss man halt warten, dass die Dame vom Klo zurückkommt, weil die möchte den Effekt sehen. Und ich hab gerade einfach mal versprochen zu warten. Dann steht man auch mal hier und wartet einfach und genießt einfach die Musik. Also nochmal, das ist Marc. Und Marc wird uns gleich einen Effekt zeigen. Effekt zeigen, ja. Effekt zeigen. Nein, wie das geht, das zeigt er gleich. Das zeige ich gleich. Das war Deutsch. Das war Deutsch. Sagst du. Marc, sag uns, was du uns jetzt gleich zeigst und warum. Du Zauber. Darfst kein Kartentrick zeigen. Okay, kein Kartentrick. Dann fällt ja eigentlich 99% aus meinem Repertoire schon weg. Zeigen. Auch nichts mit Münzen zeigen. Du darfst auch nichts mit Stiften zeigen. Nichts mit Stiften zeigen. Auch nichts mit Seilen. Auch nichts mit Seilen. Auch nichts mit Tüchern. Okay. Ich hab eine Idee. I am Philo. P. H. Ja, bist du beeinflussbar? Ist Kevin beeinflussbar? Ja? Würdest du sagen? Pass auf, Kevin. Ich finde, wir sollten jetzt gleich mal einfach ein richtig geiles Spiel spielen. Nichts mit Karten. Hat er gesagt, ich darf nichts machen mit Münzen und so, ne? Doch, ich habe hier was mitgebracht. Hast du Hobbys? Hobbys, ja. Ja? Was denn zum Beispiel? Tamagotchi. Geil. Pass auf, ich habe hier drin was, das haben manche Leute auch als Hobby. Guck mal. Nimm ich. Guck mal hier hin. Hier hin. Pass auf. Bänder, ne? Guck mal. So. Und was ist das hier? Angelhaken. Ein Angelhaken, ne? Guck mal. Würdest du auch sagen, dass das ein Angelhaken ist? Yes. Ein echter Angelhaken? Ja, das ist ein Angelhaken. Ne? Pass mal an, so vorsichtig, aber tu dir nicht weh. Ja, ist echt, ne? Ja, so jetzt pass auf. Pass auf, wir spielen jetzt gleich ein kleines Spiel. Wer von euch geht mal ab und zu Kirmes? So mal Hand hoch vielleicht. Ja. Kennt ihr alle diese Losbuden?
wo man an Bändern sieht. Elternangeln. Dann hat man entweder eine Niete dran oder einen Gewinn. Meistens eine Niete, ne? So, das gleiche machen wir jetzt gleich. Es gibt zwei Regeln bei dem Spiel. Ja? Pass auf. Gleich, gut zuhören, entscheidest du dich für eins von den Bändern hier. Ja? Wenn du dich für eins von den Bändern entschieden hast, bleibst du dabei. Das ist Regel 1. Die sehen aber alle gleich aus. Die sehen alle gleich aus, genau. Und das hat auch einen Grund, erzähle ich dir gleich. Regel 2 ist, wenn du dich für ein Band entschieden hast, dann ziehst du daran. Aber du ziehst nicht so, sondern du ziehst fest. Mit dem Drilling in der Hand. Moment. Nicht in der Hand. Weißt du, es gibt einen Grund dafür, warum ich dir das jetzt erkläre. Ich kann jetzt gleich nicht mehr sprechen. Und ich habe volles Vertrauen in dich. Meine Aufgabe wird sein, dich so zu manipulieren, dass du dich für den einen Faden entscheidest oder für den nicht entscheidest, der hier festgeknotet ist. Von den vier Bändern. Kann ich dir da vertrauen? Vielleicht. Ich vertraue jetzt Philo auf jeden Fall, der schon wieder verschwunden ist. So, pass auf, wir probieren das Ganze mal, ja? Okay. Suchen wir uns einen aus und direkt ziehen. So, Freunde, hier geht's richtig ab. Oh, Alter. Muss ja auch wehtun. Der fühlt sich wie ein Fisch gleich. Sehr gut. Zwei auf einmal gewinnen. Ach, ich glaube, da hast du dich richtig entschieden. Sehr geil. Kevin, High Five. Ich danke dir. Leute, letzte Woche ist das schief gegangen. Da hatte ich ein Piercing. Ein Bauchnabel. Was machen wir denn? So, wir sind jetzt hier nochmal online. Wie ist die Laune? Hey, Moment, das habe ich vorhin besser gehört. Nochmal. Wie ist die Stimmung? Okay, Leute. Mario zaubert jetzt so ein bisschen mit Münzen. Geh mal näher dran. Die Münzen so zusammenschieben. Wenn du die zusammengeschoben hast, tust du so, als ob du eine Münze nimmst und mir die hier reinlegst. Wenn du das gemacht hast, wenn du die Münzen zusammengeschoben hast, nimmst du eine, machst eine Faust und tust so, als ob du mir eine Münze hier reinlegst. Okay? Machen wir. Zusammenschieben. Genau. Und jetzt so tun. So tun. Genau. Zack. Die Hand schließen. Lass die Hand deine Faust so. Perfekt. Hast du mir jetzt eine Münze gegeben oder hast du so getan? Ich habe so getan. Sicher? Ja. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich zaubern könnte, in dem Moment, passiert immer, treib mal die eine zu mir dafür. Ja, wo hast du die denn versteckt? Die hast du mir ja gegeben. Nein. Mal deine Hand auf und du hast jetzt nur drei. Okay? Ja! Kann man machen. Ich zeig dir das mal, wie man das früher gemacht hat. Früher hat man das so gemacht, wenn man drei Münzen bekommen hat, ja, hat man die in einer Hand und mit der anderen eine Faust und dann ist die darüber gesprungen. So hat man das früher gemacht. Ich zeige dir das, wie man das heute macht, und zwar modern. Du wirst jetzt Folgendes tun. Wenn ich sage jetzt, pass auf, wenn ich sage jetzt, schiebst du die Münzen zusammen. Schieb die mal zusammen. Jetzt. Guck mal, heb die mal hoch. Vier Stück. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Und jetzt ist es so, dass du wirklich eine Münze, du nimmst die obere Münze, nimmst diese wirklich und legst sie in meine Hand und machst eine Faust. Gemacht. Genau, eine Münze in meine Hand. Und jetzt eine Faust. Okay, eine Münze. Kann man die sehen? Ja, ne? Ja. Okay. Ich würde sagen, die ist da. Die ist da. Okay. Hast du mir jetzt eine Münze gegeben oder hast du nur so getan?
eine Münze gegeben. Wirklich? Wenn ich mir vorstelle, wie es wäre, wenn ich zaubern könnte, stelle ich mir so vor, dass er so getan hätte. Und dann wird das Ganze so aussehen. Mach mal deine Hand auf. Alle vier Münzen drin. Eins, zwei, drei. Die meisten klatschen an dieser Stelle. Ja! Wir sind fasziniert, wir können nicht klatschen. Freunde, was hier abgeht, ich würde auch gerne noch einen, aber ich kann keinen mehr. Mein Name ist Mario Barone. Ich mach auch noch mal einen. Kevin, schlaf ganz tief. Soll ich auch noch einen machen? Bist du locker? Ja? Und zwar geht es jetzt um Berührungen. Um Berührungen, die du spüren wirst, ja? Prinzipiell in diesen Bereichen hier und hier. Immer wenn du spürst, dass ich berühre, möchte ich, dass du die Hand hochnimmst und wieder runter. Du machst das, heißt, du spürst die Berührung und du zeigst uns, dass ich die berühre und wieder runter. Ganz entspannt. Schließ die Augen, atme tief ein und aus. Sei ganz entspannt. Ich nehm schon. Einatmen. Ich krieg einen Riesenapplaus, mach die Augen auf. Hey, Hammer! Ein bisschen Lärm schon. Mein Magic-Trick. Regen! Mario hat Regen gemacht. Filmst du noch? Nee, ich halte die Kamera an. Ich überlege eine, ich nenne das, das ist eine Routine mit, also ich bin ja kein Zauberer, wie ihr wisst. Also ich bin Mario, also das sind andere sind Zauberer und ich bin Mario. Ich habe überlegt, eine Routine zu machen mit Zahn und so. Ich bin noch nicht fertig. Also mit Münzen und ich nenne die Die Münzen. Also die Routine heißt Die Münzen. Und da geht es halt darum, dass ich zaubern kann. Und ja, die Kamera an. Und ich versuche, also ich werde dann, das, da geht es halt um Münzen. Und die Münze verschwindet. Also ich werde, irgendwas stimmt mit der Kamera nicht, Marc. Irgendwas stimmt mit der. Marc! Ich hab keine Ahnung, wovon Marc, du redest. Wo ist jetzt der Philo schon? Ach, der ist er. Ja, bitte, was war's? Möchtest du noch irgendwas mitteilen? Ja. Zum Abschluss. Ohne Spaß. Ich bin Vorsicht, Entschuldigung, der muss durch. Ohne Spaß, Leute. Ne? Ich bin so froh, dass ich den kennengelernt habe. Ah, wie süß. Wie süß von Mario. So, Leute, Vlog zu Ende. Was geht hier denn ab? Freunde! Nee. Hab ich euch erwischt? Entschuldigung. Mario. Nein, ich hab Kofferraum, also, der war auf. Ich war gar nicht hier. Und Cut! Also ich glaube, das schneide ich lieber raus. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ihr das jetzt seht, habe ich es wohl vergessen rauszuschneiden. Kann natürlich passieren, Leute. Was? Ja, ne. Ja, ne? War ein geiler Tag. Mit den beiden Jungs hier. Hat Bock gemacht. Und ich würde sagen, das wird ein geiler Vlog 20, ne? Alter. Mario, wie wär's mit... Was geht ab, Freunde? Willkommen zu Vlog Nummer 20. Was geht ab, Leute? Hier, willkommen auf Vlog Nummer 20. Ja, nochmal. Und Cut. Cut? Cut. Klappe. Action. Snap. No electronic devices. Here is nothing. Yeah? And here is nothing. Is there under the car anything? Show me that there is nothing under the car. So, nothing. What? Crazy! Jibrizi, what? What? How do you do this? How? What the fuck? Mind blown! Mind blown! No way! No way! Fuck! What the fuck? Freaking out! What the fuck?